Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dynasty Warriors 2. Wir werden in der heutigen Folge nochmal mit Wu in die Schlacht kehren, zusammen mit Lu Meng, denn er hat ja die letzte Abstimmung gewonnen. Die nächste Abstimmung ist auch schon draußen. Ich glaube, ich hatte es... War es gestern oder war es vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da habe ich da schon die nächste Abstimmung rausgehauen für den Krieger Shu. Und Moment, bevor ich aber jetzt zu Wu rübergehe, möchte ich jetzt erstmal hier gerade nachschauen. Also haben wir hier mit Xiao Dun noch jemanden freigeschaltet? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Schade, wir haben tatsächlich keinen mehr freigeschaltet. Okay. Ja, weil ich mich ja noch wundere, weil Cao Cao noch fehlt, ne? Der fehlt ja hier noch bei Wei. So, mit Dian Wei hatten wir gespielt. Vielleicht muss man dafür auch mit allen gespielt haben. Das kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt nicht. Super. So, hier ist der gute Lu Meng. Oho, der Angriffswert, der sieht ja jetzt nicht so prickelnd aus. Aber da werde ich direkt, sobald ich... Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Sobald ich mit Lu Meng mit euch zusammen den Aufstand der gelben Turbane gespielt habe und das Hulao-Tor, dass ich dann direkt nochmal offscreen nochmal den Aufstand der gelben Turbane und das Hulao-Tor offscreen nochmal spiele, damit wir dann das mit dem Schwierigkeitsgrad nicht so schwer haben. So, dann würde ich mal sagen, Lu Meng, du bist derjenige, der in die Schlacht für Wu ziehen wird. Verräter von Wu. Ja, und auch hier der Aufstand der gelben Turbane. Die Zeiten ändern sich. Die Ära des blauen Drachen ist vorbei. Lasst alle Gläubigen mein Symbol tragen. Lasst sie an meiner Seite kämpfen. Dem gelben Drachen gehört die Zukunft. Das meint aber auch nur er, ne? So, wir sind jetzt hier unten links. Das ist ja kein Problem. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich dort unten überhaupt dort reinkomme in der Mitte. Das weiß ich gar nicht mehr. Und ich weiß ja auch nicht... Ah, doch, ich weiß, wo es ist. Alles klar, nee, hat sich erledigt. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, direkt auf in den Kampf. So, Lu Meng, dann zeig, was du kannst. Ich muss ja auch sagen, mit dem habe ich auch nicht so oft gespielt. So, ich würde erstmal dann hier drüben dann erstmal den Torwächter hier ausschalten. Sun Jian hat eine Schlacht gegen Gao Sheng. Okay. Von mir aus, das geht mir alles ein bisschen zu schnell da unten. Torhauptmann. Okay, das sind so seine Schläge. Alles klar, Moment. Hier dreht er sich einmal rum. 1, 2. Was passiert dann? Aha. Dieser Sprungangriff. Ah, nee. Ich wollte eigentlich gucken, was 1 kann. Ja, dankeschön. Okay, das passiert bei 1. Der wird sich jetzt eh heilen. Ah, nee, doch nicht. Das ist nett. Ach, wahrscheinlich wird er das jetzt tun. Na, Lu Meng hat das Tor gesichert. Das nehmen wir mit. So, bleib mal bitte hier. Okay. Ja, so toll finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gut, da muss ich mich jetzt eben dran gewöhnen. So, weg hier. Okay, wo ist denn der andere Leibwächter? Ich habe doch 2. Ah, dann ist der andere wahrscheinlich irgendwo noch... Ah ja, hier vorne. Der hat uns gesucht. Ja, in Ordnung. So, dann gucke ich erstmal, wo denn hier der Offizier ist. Aber vorher mache ich erstmal hier die Kisten kaputt. Ah, der wird wahrscheinlich da vorne sein. Pfeile, sehr wichtig. So, nee, das hier ist Sheng Pu. Aha, hier hinten ist einer. Ah, Moment. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wer du bist. Na? Okay, warte, wie heißt du? Wie ist dein Name? Deng Mao, alles klar, da müsste ich mal gucken, zu wem du gehörst. Deng Mao.
Du gehörst zu Gao Sheng, alles klar. Dann kann ich den ja dann direkt im Anschluss bekämpfen, wenn ich den jetzt packe. Ja. So, zack, immerhin. Ah, das ist... Aber der greift halt nicht so die Menge an mit seinen Angriffen, ne? Der ist da mehr so drauf spezialisiert auf einen. Das ist nicht so meins. Na, ja, super. Der wird aber jetzt gleich heilen. Oh, Musu, jetzt bin ich mal gespannt, wie das da ausschaut. Ah ja, alles klar. Dafür muss aber er erstmal seinen Musu einsetzen. Jetzt bin ich gespannt. Sehr schön. Perfekt, Angriff nach oben. Gut, musste hier mal kurz einen Cut setzen. So, was hatte ich jetzt vor? Den habe ich ja jetzt bekämpft. Dann könnte ich ja jetzt eigentlich hier dann direkt durch. Und mich dann um... Wie war sein Name? Gao Sheng kümmern. Moment, ich möchte das Pferd mitnehmen. Das hätte ich ja jetzt fast vergessen. Das wäre jetzt nicht so doll gewesen. Hat da eine Axt gelegen? Hat da eine Axt gelegen? Ich glaube, ich habe eine Axt gesehen. Haha. Schnell, steig ab, Lumeng. Ah, schaut mal, da ist noch... Oh, nee, komm, komm, bitte. Schade. Die wäre jetzt auch noch richtig toll gewesen, wenn ich die jetzt noch mitgenommen hätte. Ja, dann bleibe ich jetzt noch so lange hier, solange ich die Axt habe. Also diesen doppelten Angriff vielmehr. So, wo sind denn die anderen? Es gab aber nur einen Hauptmann hier, ne? Nee, was ist denn da oben? Da ist noch was Rotes da oben. Das sehe ich nicht, weil die Dauer mitten in drin steht. Wisst ihr, ich kann das nicht so richtig sehen wegen der Höchstdauer. Dass ich das nicht wegblende. Ah, doch, kann man. Nee, da ist noch ein Torhauptwächter. Aha. Man kann das doch wegblenden, alles klar. So. Ja, dich hätte ich ja jetzt fast ausgelassen. Schnell, damit mein doppelter Angriff sich wenigstens noch lohnt. Auch die dummen Bäume. Komm, versteck dich jetzt nicht hinter dem Baum hier. Ey, Lego Mio, Einschlag, really? Katastrophe. Komm, steh auf. Abwehr mal zwei von mir aus. Solange du dich nicht heilst, ist mir der Rest egal. Und gut, doppelter Angriff muss auch nicht sein. Eigentlich müsste da gar nichts sein. Ihr müsstet eigentlich gar nichts tun. Und mein Leibwächter, ja, ist schon gefallen. Das ging ja auch schnell. Aber ich meine, wir sind ja noch am Anfang. So, hier geblieben. Ja, der hat irgendwie sehr gute Überlebenschancen, ne? Weil er sich halt ständig verläuft. Deshalb ist sein Lebensbalken noch in Ordnung. Vielleicht habe ich da einen kleinen Schisser am Start. Who knows? Who knows? So, Moment. Jetzt möchte ich hier erstmal durchgucken. Durchgucken, durchreiten, durchlaufen. So, jetzt muss ich gucken, wo ist denn hier dieser Gao Sheng? Komm, steig mal ab, bitte. Ich bin ja jetzt schon genervt ein bisschen, dass ihr da jetzt alle so hinter mir her seid. Da ist er. Da ist er. So, Moment, du bekommst einen ganz tollen Pfeil ab. Yes. Ist das nicht toll? Gao Sheng. Das kann nicht wahr sein. So, aber bitte heil dich jetzt nicht. Naja, heil dich ja nur, wenn er hinfällt, ne? Und das müsste ich eben vermeiden. Darf halt nicht hinfallen. Oh, Scheibenkleister. Das sieht nicht gut aus. Ach du Gott, das Hulautor, das wird bestimmt richtig toll hier mit ihm. Oh nein. So, komm, Gao Sheng. Hab ich ihn? Ich hab ihn. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht den Löffel abgebe. Vorsicht, weg da. Scheibenkleister, das gibt's doch jetzt nicht. Ich möchte das mitnehmen, was er mir da gelassen hat. Ich sehe es nicht. Ich kann nicht sehen. Ah, da ist Leben. Das nehme ich schon mal. Oder habe ich das jetzt vielleicht schon aufgesammelt und habe es nicht mitbekommen? Ich habe nichts aufgesammelt. Hier liegt nichts. Bestimmt schon weg. Oder vielleicht habe ich es doch aufgesammelt. Ich müsste in der Nachbearbeitung gucken. Das ist ja jetzt echt ärgerlich. Alle weg hier.
So, dann geht's mit dir weiter. Moment, du lässt mich bestimmt auch leben da. Ich darf mich nicht von dem Pferd... Ich darf mich von dem Pferd nicht zu weit distanzieren. So, genau, kommt mal her. Jetzt bin ich ja schon wieder hier im roten Bereich mit meinem Leben. Das ist ein General, der müsste mir was da lassen. Sehr gut. So, hier geblieben, du lässt mir auch was da. Ach, ich bin schon komplett hochgeheilt, das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. So, mitnehmen und tschüss. So, dann muss ich mal kurz die Karte aufrufen. Ich könnte da rüber springen auf die andere Seite. Weiß aber dann nicht, ob ich das dann bekomme. Nee, ich kann nicht darüber springen. Das hatte ich schon mal versucht. Das geht gar nicht. Ich komme da gar nicht rüber. Moment, da hinten ist das Tor. Aber ich bezweifle, dass das auf ist. Es ist auf. Ist das auch das richtige Tor? Nein. So, hier müsste ich jetzt rein. Ja, schwierig. Nun gut. Dann werde ich eben dann hier den Torwächter ausschalten. Moment, der müsste doch hier irgendwo sein. Da ist er. So, einmal absteigen. Dass der während dem Reiten nicht absteigt. Das finde ich auch echt ein Phänomen. Dass er dann erst absteigt, sobald das Pferd stillhält. So, zack. Und hallo, ich drücke doch auf Kreis. Ah, jemand hat mich unterbrochen, deshalb ging es nicht. Oh mein Gott. Wie nervig ist das bitte? So, Torhauptmann. Ah ja, komm, das bringt nichts. Er ist sich da wieder am Schützen. Oh Leute, ich kann mit ihm nicht so gut spielen, muss ich sagen. Ihr habt mich hier echt in eine sehr, sehr, sehr blöde Situation gebracht. Na, hör doch mal auf. Halt. Ah, Gott sei Dank. Er ist raus. So. Ja. Komm, Lu Meng. Du schaffst das. Der Musu-Angriff gefällt mir eigentlich ganz gut bei ihm. Ja, aber ich muss da noch zurechtkommen mit ihm, mit seiner Art und Weise, wie er kämpft. Das muss ich üben. So, einmal. Ja, nee, das ist nicht das, was ich einsetzen wollte. Aha, da ist eine Axt. Nehmen wir die mal. So, und dann darfst du gerne deinen Musu einsetzen, Lu Meng. Sehr schön. Moment, genau, dem verpassen wir auch noch eine. Aber 133 K.O.s habe ich schon. Sieh mal. So, mein Pferd ist auch noch da. Hätte schlechter laufen können. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken. Moment, hier vorne ist wer? Wer ist das? Feinde? Ja, wo ist denn dein Offizier? Ah, der wird wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, am Tor. Wo ich nicht reinkomme. Yep. Okay. Oh, shit. Ich wollte gerade mit einem Pfeil nach dir schießen. Aber ich wurde da schon bemerkt. Katastrophe. Oh, das gibt's doch nicht. Hallo. Oh, da kriege ich ja schon wieder... Oh, da raste ich ja gleich aus. Na, endlich. Kann ja wohl nicht so schwer sein, dich da vom Pferd zu holen. Gibt's hier irgendwo noch einen Torwächter? Ich guck mal schnell. Ne, der ist ja unterm Tor. Also unten drunter. Der hat dann hier in unserer... Area nichts zu tun. Gut, dann kann ich euch ja jetzt hier ausschalten. So, Guan hat wen besiegt? Ah ja, super, dann kommen die jetzt auch da raus. Und Sesam, öffne dich. So, schnell, lass mich hier raus. Ich möchte die Kiste aufmachen. Ich dachte, hier wäre jetzt wahrscheinlich so eine Pyramide drin. Ich weiß nicht, wie sich das nennt. Dass man hier unbegrenzt Musu hat für 15 Sekunden. Ja, da oben stehen natürlich die Bogenschützen. Die lieben wir ja. Warte, ich komm dir helfen. Ich helfe dir. Jetzt halt uns nicht. Sorry. Okay. Komm, Lu Meng, du hast das. Jetzt. Ach, warum drückst du denn nicht? Warum drückst du denn nicht? Ich hab ja gedrückt. Warum setzt er das denn nicht ein? Das ist eine Sauerei, ist das. Mann, ich habe auf Kreis gedrückt und erst 2 Sekunden später reagiert er. Was ist denn das für ein Rotz?
Das sind so diese Kleinigkeiten, die mich hier unfassbar nerven. Ach, hier ist die, das ist die Pyramide, von der ich eben gesprochen habe. Die meine ich. So, dann ist hier auch das Tor offen. So, das nehme ich jetzt einfach mal mit, auch wenn es mir jetzt wahrscheinlich gar nichts bringt. Hier kommt die nächste Szene, ja. Wo ist denn mein Pferd? Mein Pferd ist weg. Ich habe kein Pferd mehr. Gut, da oben kann ich eh nichts mit einem Pferd anfangen, aber trotzdem bin ich enttäuscht. Ich glaube, da ist ein Speicherpunkt drin. Den brauche ich auch nicht. So, dann kümmere ich mich erstmal hier um diesen Torhauptmann. Oh, nee, so war das nicht geplant. So, ich selber hasse Bogenschützen, aber feier es total, wenn ich selber mit... Na, mit Pfeilen schieße. Ist doch auch toll, oder? So, wollt ihr schon gehen? Wollt ihr die Party verlassen? Bitte nicht. So, also ich würde mich freuen, wenn ich so die 300 erreichen würde in dieser Schlacht. Das wäre, glaube ich, schon gut. So, weil... Oh, Moment, die hätte ich ja fast nicht gesehen. Ist auch sowas Nerviges. Ich hatte mal gezählt, ne? Wie lange bleibt es liegen? Ich glaube, 15 Sekunden, ne? Die lasse ich jetzt erstmal. Die werden da unten dann jetzt erstmal so zurechtkommen müssen. Ich laufe aber erstmal hier lang. Natürlich. Ja. Wie die Bienen. Da stechen sie alle von hinten. Buen News Einheit hat das Tor gesichert. So, da brauche ich schon mal gar nicht weiterzumachen. Der blockt alles ab. Ist das nicht herrlich? So, hier lag Leben. Lasst mich das mitnehmen. Sag mal, ey, hier schlägt einer nach dem anderen zu. Es kann doch... Wow, ja, nimm das mit. Sehr schön. Ja, ist klar, dass der jetzt hier alles abwehrt. Och, das ist zum Kotzen. Das kann mir doch keiner sagen, dass das schön ist. Also wenn mir da jemand erzählen würde, ja, nee, ich finde das so toll, dass hier meine Angriffe die ganze Zeit abgeblockt werden, dass die Gegner sich heilen können, das kann mir doch nicht jemand erzählen, dass das schön ist. Na. Natürlich. Ja, macht alle nur. Mein Leben ist auch weg. Ja, das ist auch wieder sowas, ne? Das kommt ja auch noch mit hinzu. Ich muss mir da echt mal so eine Liste machen, wenn ich dann mein Fazit nachher am Ende des Let's Plays mal abgebe. Ich meine, so viel brauche ich da ja eigentlich auch gar nicht mehr hinzuzufügen. Das meiste habe ich ja schon gesagt. Aber es gab ja auch Sachen, die schön waren. Oder schön sind in diesem Teil. Ne? So, weg. Lego Mio. Ah, Leben hat er mir gedroppt. Na, immerhin. So, jetzt. Komm, hol ihn dir. Sehr schön. Gut gemacht, Lumeng. Angriff nach oben um 1. So, der ein oder der andere wird bestimmt Leben haben. Nicht wahr? Du wahrscheinlich. Nee, du bist ein Hauptmann. Doch, du lässt aber Leben da. Ah, du bist der Hauptmann von dem Offizier gewesen. Ja, alles klar. Nee, never mind. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, das wäre ein Hauptmann gewesen vom Torhauptmann, aber wir hatten ja gar keinen Torhauptmann besiegt, deswegen. Ja, die Verwirrung war gerade selbst verwirrt. So, euch überspringe ich. So, dann müsst ihr jetzt hier jetzt gleich noch in diese Kurve hier. Müsst ihr dann... Obwohl, ist der hier? Oder ist der doch weiter oben? Bist du hier? Ist hier ein Torhauptwächter? Nee. Nein, das ist keiner. Der ist doch weiter oben. Okay. Oh, hier sind aber einige. Ja, ihr dürft mir gerne folgen oder was auch immer ihr so gerne tut. Dann mache ich das hier schon mit ihm. Nein, das, genau, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nicht, dass er wegfliegt.
Deshalb habe ich die Kombo nicht eingesetzt. So, jetzt. Moment. Ah, er hat sich aber nicht geheilt. Das ist ja ein Ding. Das ist ja sehr nett hier, dass du dich nicht geheilt hast. So, und dann werde ich hier erstmal die Ecke hier sauber machen. Super. Und dann nochmal Musu einsetzen. Das geht viel zu schnell. Das gefällt mir nicht so. Ich muss unbedingt noch... Ah, Scheibenkleister. Dieses Lebenerhöhungsding. Da wird mein Lebensbalken sich erweitert. Das habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Ah, wo lag das denn auch nochmal? Oh, nicht gut. Windtor wurde geräumt. Ja, das muss ich dann halt noch suchen gehen. Ja, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, die Zeit, dass ich mich beeilen muss, denn dafür gibt es dann mehr Punkte und meine Special-Punkte. Fürs Lumen, ganz wie ich es erwartet hatte, ja. Sehr schön. Bei 200 bin ich schon. Moment. So, das wird auch eingesetzt. Ja, ich ziehe nicht so viel ab. Bei den Soldaten hier. Das ist nicht viel. So, tschüss. So, der Rest darf am Leben bleiben. Ich muss jetzt hier oben erstmal weitermachen. Ich glaube, da oben ist dann jetzt auch nochmal ein Offizier. Und ein Torhauptmann, oder? Aber die ziemlich weit unten kommen zurecht. Nun gut, Sturmangriff. Ich muss mal kurz die Karte aufrufen, es tut mir leid. Moment, wie mache ich das nochmal? So. Ja, genau, ich habe einen Offizier dort. Und dann werde ich hier oben dann erstmal die Torwächter ausschalten. Werde dann auf der anderen Seite nochmal runtergehen. Und werde dann mal gucken, ob ich dieses Item danach finde. So, komm. Yes. Warte, können wir das direkt zusammen mit dem Torhauptmann machen, dass ich euch einfach so gleichzeitig erledige? Das wäre mir eigentlich ganz schön, wenn das klappt. Aber ich werde hier gerade von denen verprügelt. Moment. Der Torhauptmann. Der ist dann jetzt auch schon raus. Sehr schön. So, muss das jetzt nur aufsammeln. Gott sei Dank. So, wo ist denn jetzt der Offizier hin? Ist der jetzt nochmal zurückgelaufen? Warum bist du denn zurückgelaufen? Du musst nicht gehen. Du bist hier herzlich willkommen. 220 Lumen, du bist zu weit voraus, zieh dich zurück. Ja, das tut mir leid, das kann ich leider nicht. Oh shit. Das ist mir aber gegeben. Aber das ist nicht schlimm, hier vorne liegt Leben. So, super. Moment, hier liegt noch eins. Ich dachte schon, das verschwindet jetzt. Jawohl. Ja, das bringt dann schon nichts, wenn der da am Blocken ist. Ich probiere das dann auch nicht weiter, ne? Ich dachte ja dann immer, komm, ich mach dann einfach mal weiter. Vielleicht breche ich dann diesen... Breche ich das Ganze, damit er sein Gleichgewicht verliert. Aber das ist ja dann hier 99% nicht der Fall. So, weg mit euch. Zack, zack. Super, er hat auch 50 besiegt. Na, hier ist aber jemand euphorisch hier. So, bitte heil dich nicht. Natürlich. Dann heil dich eben. Ich kann es eh nicht ändern. Ich brauche mich darüber auch nicht mehr aufzuregen. Ich muss das einfach so hinnehmen. Und mir einreden, dass das schön ist. So. Leco mio. Sehr schön. So, nehme ich mit. Abwehr nach oben. Angriff nach oben wäre mir eigentlich lieber. Sag mal, ist da noch ein Torwächter? Nein, Moment. Das nehme ich mit. So, an euch ziehe ich vorbei. Ja, der einzige Torwächter, der jetzt noch hier oben da ist, ist ja der oben bei Zhang Liao. Ja, und da kommen auch einige. Ja, dann werde ich da oben erstmal klar Schiff machen. So, aber die da unten kommen auch gut zurecht. Super. Finde ich gut. Hier Jens Armee.
Ja, überall steigt die Kampfmoral. Sehr schön. Ihr Narren, ihr wagt es euch am Willen des Himmels in den Weg zu stellen. Brenne! So, Torhauptmann. Dann komm mal her. Yes! Sehr schön. Hier kommt keine Verstärkung mehr. Da habt ihr es euch jetzt versaut, ihr Lieben. So, ich möchte jetzt aber auch keine Bekanntmachung mit Zhang Liao machen. Das möchte ich jetzt Zhang Zhao machen. So rum. Ja, Zhang Liao war nochmal jemand anderes. Die Namen finde ich nämlich ähnlich. Du wirst nicht durchkommen. Ja, ich komme. Deswegen komme ich ja von hinten. Weil ich weiß, dass man von vorne nicht durchkommt oder schwer durchkommt. Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Es ist einfach nur schwieriger mit den ganzen Bogenschützen, die dann noch mit dabei sind. Die schon nervig sind. Ich bin ganz, ganz fürchterlich. Aber es läuft mit Lu Meng besser als gedacht, muss ich sagen. Also ich dachte, ich würde hier wesentlich mehr meine Schwierigkeiten bekommen. Ich weiß mal, dass ich mal mit ihm gespielt habe und da jetzt nicht so zurechtgekommen bin. Und als ich da gesehen habe, dass der in Führung liegt, dachte ich, oh je, das wird interessant. So, zack. Genau dasselbe jetzt auch mit Wei. Denn, oh, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Jiang Wei heißt der, glaube ich, so. Ich weiß es gerade nicht. Der führt aktuell gerade bei der Schuhabstimmung. Und, also bei dem kann ich euch sagen, dass ich mit dem, soweit ich mich erinnere, mit dem noch nie gespielt habe. Das könnte auch sehr interessant werden. So. Ja, ich laufe an euch erstmal vorbei. Ob das klug ist? Ich weiß es nicht. Aber hier kann ich speichern. Nee, das muss jetzt nicht sein. Aber ich muss halt unten... Oh, dann nee, das setze ich hier ein. Nee, das müsste ich dann schon hier einsetzen. Ja. General. Super, ist schon raus. Komm, mach weiter. Zack, 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 zack. Sehr schön. So, hat mir jemand von denen was dagelassen? Tatsächlich. Super. Ich muss aber jetzt erstmal weiterziehen. Ich darf nicht vergessen, dieses Item noch mitzunehmen. Das ich erstmal noch suchen muss. Deswegen wäre es toll, wenn ich da irgendwo noch ein Pferd aufgabeln könnte. Ich glaube, das ist aber hier unten gewesen. In der Mitte, meine ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es tut mir leid. Ich hatte beim letzten Mal schon mal Schwierigkeiten, das zu finden. Und wollte mir das aufschreiben und hab's nicht gemacht. Weil ich ja dann gedacht hatte, ach nee, beim nächsten Mal werde ich es schon wissen. Ja, so viel dazu. Doch, Mann. Wie kann ich dir helfen? So, bitte schütze dich nicht. Vielleicht reicht das. Yes! Es hat gereicht. Sehr gut gemacht, Lu Meng. So, jetzt habe ich hier aber natürlich hier noch einige Soldaten, die ich jetzt bekämpfen muss, bevor ich weiterziehen kann. Denn das hier sind doch zu viele, um die einfach zu skippen. Das möchte ich nicht. Yes, yes, yes. Sehr schön. Leute, ich kann euch einfach nur sagen, dass ich so froh bin, meine Prüfung hinter mir zu haben. Das glaubt mir kein Mensch. Ich habe mich so verrückt gemacht deswegen. Und jetzt kann ich einfach wieder zocken. Es ist so schön. Es ist so schön. So, hier weg. Zack. So. So, das ist der letzte. Und dann kann ich jetzt weiterziehen. Jetzt kann ich natürlich das Item dann nicht mehr mitnehmen, weil es nicht mehr da liegt. Da kriege ich was an mich. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich habe mir ja vor einiger Zeit, letztens, wie auch immer, habe ich mir doch noch die,
habe ich doch durch meine Sammlung geschaut und habe festgestellt, dass mir doch noch einige Samurai, Dynasty Warriors oder Orochi-Teile noch fehlen in meiner Sammlung. Und da habe ich mir dann letztens, habe ich mir mal Samurai Warriors angeguckt für die PlayStation 2. Ne? Also habe das Spiel ausgepackt, habe dann mal so durch das Handbuch geguckt und so. Und das wird mich halt auch schon brennend interessieren, wie das da zustatten läuft. Ist ja auch PlayStation 2, genauso wie das hier. Und da dachte ich mir dann aber auch, ah, das hat ja nichts zu heißen, weil Dynasty Warriors 3 ist ja ebenfalls für die PlayStation 2. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht mit Dynasty Warriors 4. Ist das dann schon? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich doch Dynasty Warriors 4 besitze. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das für die... Ich glaube, das ist schon 3. Ich bin mir nicht sicher. Aber für die 2 gab es irgendwie eine Menge Dynasty Warriors Teile, ne? Da gab es so Extreme Legends, so Ableger. Wenn ich mich da richtig erinnere. Ich glaube, da musste man auch erst die eine CD einlegen, bevor man überhaupt mit der anderen CD spielen konnte. Die PlayStation 2 musste die irgendwie so lesen, das war irgendwie so ganz komisch. Ich selber hatte das Spiel zu dem Zeitpunkt noch nicht in meinem Besitz, aber ein Kumpel von mir hatte das. Und der hat mir das mal ausgeliehen. Er hat gesagt gehabt, ja, bevor du da mit dem Spiel beginnst, musst du erst die andere CD einlegen für... Ich dachte mir so, hä? Aber so war es halt wirklich. Das war tatsächlich so. Ganz seltsam. So, weg mit dir. So, dich mach ich auch noch platt. Ach, schaut mal, ich bin schon bei 329. Es ist noch früh am Morgen und das ist meine erste Folge, die ich heute aufnehme. Es ist mir verziehen. So, jetzt ziehe ich aber weiter. So, jetzt lasse ich die anderen einfach mal machen. Das ist ein Torhauptmann. Komm. Komm, Lumen, you got this. Ah, obwohl er noch einmal sich geschützt hat hier. So, die lasse ich jetzt einfach mal machen. Boah, nee, die will ich schon... Nee, ich mach die doch platt. Die will ich doch schon platt machen. Vielleicht lässt der ein oder der andere mir was Gutes da. Wie Leben zum Beispiel. Das wäre nämlich nicht so verkehrt. Ah, da kommt schon die nächste Welle. Super. Weil sie wissen, dass sie nicht mehr unterstützt werden von hinten. Super. Das ist jetzt nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe zu bekommen. Aber wir sind hier auch nicht bei Ich wünsche mir was. Boah, und jetzt kann ich da unten natürlich noch gegen die Bogenschützen kämpfen. Das wird natürlich richtig schlecht, wenn ich jetzt hier kein Leben bekomme. Das wird nicht so geil. So, der nächste. So, kommt. Aber du lässt mir eh kein Leben da. Genauso wenig wie du. Aber immerhin, alle sind stolz auf mich, dass ich die 350 geschafft habe. Ach, vielleicht haben wir ja Glück und es sind gar nicht mehr so viele Bogenschützen da. Ja, du interessierst mich jetzt gerade mal am meisten, denn vielleicht lässt du mir was da. Kakao hat einen Schlag gegen Zhang Yao. Alles klar. Macht ihr mal. Zhang Yao. Jawohl, Leben. Yay. Lebt der Offizier hier noch? Zhang Bao. Ja, der ist noch da. Komm, Lu Meng. Er hat sich nicht geschützt. Ah, bitte halte ich jetzt aber auch nicht. Natürlich. Oh, shit. Die nehme ich. Die nehme ich auf jeden Fall. Perfekt, komm, lass mir Leben da. Dankeschön. Wo ist er? So. Du wirst durch meine Klinge stürzen, mein Freund. Oh, wie dumm ist das gewesen? Ich hab daneben geschlagen. Bitte halt dich nicht. Dankeschön. Danke, dass du mir mein Leben nicht so schwer gestaltest. Dankeschön. So, jetzt muss ich zurück. Ist hier jemand mit einem Pferd da? Nein. Keiner ist mit einem Pferd da. Der Wind lässt jetzt nach. Ja, finde ich super. Hier ist auch nochmal ein Speicherpunkt. Nein, den brauche ich nicht. So, hier vorne haben wir noch einige Fässer, Vasen.
Okay. So, ich glaube, hier in der Mitte ist das. Da, wo dieser blaue Punkt in der Mitte der Karte ist. Ich glaube, da ist dieses Pass. Oder war das hier unten? Muss ich vielleicht gar nicht nach oben gehen? Ich guck mal. Ich meine aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das oben wäre. Nee, es ist auch oben. Also jetzt bin ich mir sicher. Ich glaube, hier muss ich jetzt hochgehen. Und irgendwo hier ist es. Mit viel Glück dort unten. Aber ich glaube, es war mittig. Es tut mir leid, Leute. Ich hätte es mir einfach notieren sollen. Vielleicht haben wir Glück und da ist es drin. Leben nach oben, ja. Das ist es. Super. Ach, perfekt. Jetzt bin ich ja wieder davon überzeugt, mir das nicht aufschreiben zu müssen. Bin ich nicht fürchterlich. Und dann reg ich mich dann beim nächsten Mal auf, wenn wir mit Schuhen nochmal spielen werden. Und dann ist aber dann das Let's Play vorbei. Also wir spielen hier jetzt noch einmal mit Lu Meng und dann noch einmal mit dem Gewinner von Shu und dann ist es das gewesen. Ich werde mal gucken, dass wir vielleicht noch ein Level spielen können und zwar im freien Modus. Vielleicht ist da noch jemand freigeschaltet. Da könnte man mal schauen, dass wir da dann vielleicht, keine Ahnung, mit Dio Chan oder mit Dong Zhu vielleicht dann noch was machen werden. Je nachdem, wen wir da freigeschaltet haben, wen wir da nutzen können. Genau, ich würde sagen, das könnte man noch machen, wenn ihr das möchtet. So. Ja, hier ist alles blau. Sang Zhao, ich würde sagen, dein Ende naht. Wir sind auf dem Weg. Naja, vielmehr, ich bin auf dem Weg. Ich bin ja alleine. Meine Leibwächter, ja, die gibt es schon lange nicht mehr. Aber das wollen wir ja ändern. So, wie lange bin ich eigentlich schon am Spielen? Doch schon so lange. 32 Minuten. Scheibenkleister. Hoffentlich bekomme ich dennoch gute Punkte. Damit ich besser und stärker werde. So, ich finde das schon mal toll, dass alle hier unten stehen. Dann kann ich mich oben in Ruhe um den kümmern. Da muss mich da auch niemand mehr nerven, mir im Weg stehen. Ah, hier ist auch nochmal Leben. Ich finde, der Name hier sagt mir gar nichts von dem Offizier. Hier gibt es wahrscheinlich nur im zweiten Teil. Hallo, Liu Bei. So. Wo ist denn der gute Mann? Der gute Magier. So, hier kommt erstmal sein Introducement. Ich bin der große und weise Lehrer Zhang Xiao. Der da... Sieht hier in dem Teil so hässlich aus. Also nicht, dass der im dritten Teil schöner aussieht, aber er sieht im dritten Teil schöner aus als hier. Ist der jetzt runtergefallen? No shit. Tatsächlich. Wartet, ich komme. Er ist gestürzt. Der gute alte Mann ist gestürzt. Hey! Jawohl, nicht heilen. Heilen ist uncool. Nicht heilen. Na? Sehr gut. Aber er wird sich bestimmt gleich heilen. Deswegen darf er nicht hinfallen. Vielleicht sollte ich mit Pfeil und Bogen arbeiten. Ja. Aber ich glaube, dann fliegt er doch auch hin, oder? Jetzt hat er sich wieder geheilt. Ja, das hier bringt einfach gar nichts. Der braucht halt auch so lange, bis der einen Pfeil abgeschossen hat. Ist alles so zäh hier. So, was machst du hier? Moralische Unterstützung oder was? Darf ich mal gleich verabschieden? Ah, jetzt geht er nochmal zurück. Nee, 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 nee. Leute, haltet ihr doch fest. Was macht ihr denn da? Oh. Oh, ich bin ja nicht besser. Ich habe ihn ja auch entwischen lassen. Liu Bei hat ihn aufgehalten. Sehr schön. Ja, ich bekomme seinen Lebensbalken noch nicht mal angezeigt hier oben. So, bitte nicht. Oh, nee. Jetzt ist er wieder runtergefallen.
Okay. Sehr gut. Moment. Ja, nee. Angriff mal zwei. So, jetzt würde ich aber aufpassen. Der setzt nämlich bestimmt dann gleich seinen Musu ein. Ich habe ihn getroffen. Na super, ja. Sehr gut, wir haben ihn. Was? Die Once-Einheit. Oh nee, jetzt bekomme ich den nicht angerechnet und bekomme die Punkte nicht. Meine Idee wird nie sterben. Ach, nee, das ist schlecht. Ganz schlecht ist das. So, ja, das können wir überspringen. 640 Punkte für 358, ja. Und 7 würdige Gegner. Minus 100 Punkte. Ganz toll. Untergeneral. Yay, ich habe immer noch 2 Leibwachen. Oh, ich bin auf dem 2. Platz. Ja gut, also selbst wenn ich diese 100 Punkte nicht verloren hätte, wäre ich trotzdem noch auf dem 2. Platz. Hoppla, mir ist gerade mein Controller runtergefallen. Aber gut, meine Lieben, dann werde ich jetzt hier an dieser Stelle die Folge beenden und werde im Anschluss die nächste Folge aufnehmen und dann werden wir am Hulautor weitermachen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.